Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Gerüchte aus dem Internet für euch zusammengekratzt, die ich hier in diesem Video einmal kompakt für euch zusammentragen möchte. Wie gesagt, das sind alles Gerüchte. Deswegen kann es natürlich hier und da sein, dass das ein oder andere A gar nicht kommt oder vielleicht ganz anders kommen wird. Da ich aber im Internet immer relativ zuverlässige Quellen bzw. Seiten aufsuche, wo das drinne steht und das auch auf mehreren Seiten geschrieben wird, können wir davon ausgehen, dass das eine oder andere vielleicht tatsächlich so kommt, wie ich es euch gleich erzählen werde. Das ein oder andere vielleicht auch abgewandelt kommen wird oder gar nicht, das werden wir sehen. Fangen wir direkt an mit dem ersten Gerücht. Das erste sollte den meisten bekannt sein, habe ich schon mal ein Video darüber gemacht. Heute ist der 12. März, da sollte es bei einigen klingeln. Wir haben es jetzt kurz vor 16 Uhr und die meisten von euch wissen, die erste Season sollte am 12. März, sprich heute, eigentlich starten. Wurde natürlich nicht bestätigt, das ist halt das Ärgerliche. Bis jetzt steht im Internet nichts Offizielles, ob es jetzt tatsächlich passiert oder nicht. Bei den meisten Spielen wie Division oder Destiny, wie es eben so ist, kommen die meisten neuen Sachen meistens so rund um 19, 20 Uhr. Deswegen glaube ich immer noch fest daran, dass heute noch einiges passieren wird. Und warum ich in der Meinung so überzeugt bin, denn am Spielehimmel, ich möchte jetzt nicht sagen, ist Konkurrenz heute unterwegs. Die meisten von euch werden The Division kennen und The Division 2 hat Release am 15. März und alle Vorbesteller haben heute Early Access. Das heißt, ab heute Abend oder vielleicht ab jetzt, das weiß ich gar nicht so genau, ist The Division 2 schon spielbar. Es ist zwar kein Battle Royale Spiel, aber es ist ja irgendwo trotzdem ein bisschen Konkurrenz. Konkurrenz belebt das Geschäft, behaupte ich jetzt einfach mal. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Respawn Entertainment sich gedacht hat, Mensch, am 12. um die, sage ich mal, Casual Player vielleicht davon abzuhalten, auf ein neues Spiel zu wechseln, bringen wir eine neue Season am selben Tag, um die Leute davon abzuhalten, ein anderes Spiel zu spielen. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht werden wir heute Abend um rund 19, 20 Uhr eines Besseren belehrt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn die erste Season heute startet. Dass der Octane kommen soll, das möchte ich jetzt auch gar nicht weiter ankratzen und deswegen fangen wir schon mit dem zweiten Gerücht an. Es könnte sein, dass ein Tag-Nacht-Rhythmus ins Spiel findet. Finde ich eine richtig geile Idee. Es wird wahrscheinlich so sein, man landet am Tag und je länger man am Spielgeschehen teilnimmt, in einer Runde wird es dann irgendwann dunkel und umgedreht, man landet im Dunkeln und es wird irgendwann hell, würde ich richtig geil finden. Das ist eine coole Abwechslung. Kann natürlich auch sein, dass es so kommt, dass es einen expliziten Nachtmodus gibt, wo man wirklich abends landet und es bleibt auch die ganze Zeit dunkel. Und ich sehe da eine Schwierigkeit und ich hoffe, da finden sie eine geile Lösung, wenn es denn so kommen sollte, dass die Gegner trotzdem im Dunkeln gut zu sehen sind. Aber ich denke, da wird es eine richtig coole Lösung geben, falls es denn so kommt. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar gab es, Apex ist ja aus dem Titanfall-Universum, das wissen die meisten sicherlich. In Titanfall 2 zumindest weiß ich, dass es so ist, gibt es einen Wallrun. Und es kann sein, das habe ich gelesen, dass der in Apex auch mit eingeführt werden soll. Würde ich persönlich ziemlich scheiße finden, weil ich bin leidenschaftlicher COD-Gamer, wer das noch nicht weiß, die meisten wissen das vielleicht. Und ich habe Black Ops 3 sehr, sehr viel gespielt. Und das ist so ein Punkt, den haben viele gehasst an dem Spiel. Diese Doppelsprünge und noch höher und dann an den Wänden lang laufen. Das würde ich ziemlich scheiße finden. Deswegen, also für einen Wallrun wäre ich ein absoluter Gegner. Deswegen hoffe ich, dass das wirklich nur ein Gerücht bleibt. Werden wir sehen, was kommt. Das nächste Gerücht wiederum finde ich eigentlich richtig, richtig interessant. Und zwar soll es eventuell in Zukunft NPCs im Spiel geben. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, dass NPCs nicht spielbare Charaktere sind. Ich habe verschiedene Theorien im Netz gelesen, was die für Aufgaben wohl haben sollen. Also die erste Theorie lautet, dass man während des Spiels Geschehen vielleicht auf den einen oder anderen trifft, der einem entweder Gutes oder Böses will. Also es kann durchaus sein, dass die einem vielleicht im Kampf irgendwo helfen. Vielleicht hat man gerade die Marken seiner Teammates aufgesammelt, weil sie tot sind, du willst sie gerade holen und wirst vielleicht unterstützt oder deine Teammates haben gequittet und du bist dann in Zukunft nicht mehr alleine bis zum Schluss unterwegs. Es kann natürlich auch sein, dass es NPCs sind, die dir Schlechtes wollen und wollen dich wegrotzen oder vielleicht ein NPC, der irgendeinem Gegner angehört. Also das ist eine Theorie, die ich schon gelesen habe. Eine andere Theorie lautet, und die finde ich auch richtig interessant, denn das Thema Quests wurde im Spiel auch schon genannt, auch in Verbindung mit NPCs. Es kann sein, dass du irgendwo auf der Karte jemanden findest, der dir sagt,
gemacht, erledige dies und das und du kriegst von mir dies und das. Ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht einen Skin für eine Waffe oder für eine Legende freischaltest. Das ist so meine Vermutung, wie das mit den NPCs ist. Das würde ich auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte finden. Drei verschiedene NPC-Namen wurden im Code gefunden. Ich habe die jetzt leider nicht zur Hand. Spielt jetzt erstmal für die reine Information aber keine Rolle. Würde ich auf jeden Fall richtig cool finden. Wichtig wäre nur, bis jetzt finde ich das Spiel geil, so wie es ist. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass mit jeder Neuerung vielleicht irgendwas kommt, was die Gefahr birgt, dass das Spiel nachher irgendwie scheiße ist. Weil irgendwas kommt, was vielleicht den Gegner zu stark macht oder. Und deswegen hoffe ich, dass es nicht völlig versauen. Aber bis jetzt ist das Spiel für mich eigentlich recht geil. Kommen wir zum nächsten Punkt. In den Codes im Spiel hat man zwei Wörter gefunden. Einmal Flammenwerfer und einmal Geschütz. Klingt erstmal geil, wenn es nicht abfuckt. Das hoffen wir auf jeden Fall nicht. Es gibt zwei Theorien. Es kann sein, dass es entweder jeweils Fähigkeiten einer Legende sind, dass man einen Flammenwerfer als Spezialfähigkeit hat oder ein Geschütz, dass man das vielleicht irgendwo aufstellt und die Leute ferngesteuert irgendwo wegrotzen kann. Eine weitere Theorie könnte sein, dass der Flammenwerfer zum Beispiel eine legendäre Waffe ist, die aus den Lootboxen kommen, wie die Crabber oder die Mastiff, diese goldenen Waffen. Und bei dem Geschütz kann es natürlich auch so sein, die findet man vielleicht irgendwo und kann die fernsteuern. Vielleicht, das ist eine Theorie jetzt von mir, das habe ich nirgendwo gelesen. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es wie beim Pathfinder ist. Da gibt es ja verschiedene Antennen auf der Map. Wenn du die hackst, siehst du auf der Karte dann die nächste Zone. Und so könnte ich mir das vielleicht bei den Geschützen vorstellen. Vielleicht nicht unbedingt auf den Charakter spezifisch, sondern wer zuerst an Geschütz ist, kann es hacken und gut ist. Das ist jetzt so das, wie ich mir vorstellen könnte, dass es kommt. Bei den beiden Sachen bin ich auf jeden Fall gespannt und hoffe auch da, dass es nicht irgendein overpowerter Mist ist, der das Spiel irgendwo zum Schluss kaputt macht. Jetzt habe ich noch eine Sache zum Schluss, denn das betrifft aber nur die PC-Spieler, denn es wurden jetzt schon knapp 400.000 Spieler aus dem Spiel gebannt, weil es extrem viele Cheater und Hacker gibt. Gibt es auch schon die kuriosesten Videos auf YouTube, wie sogar ein Deutscher, der ist mal so richtig dumm, der feiert sich dafür, dass er die Leute mit einem Wallhack alle wegrotzt. Ein Aimbot hat er auch drin, man sieht das sogar, wie er die durch Wände sieht. Und spielt dabei sowas von grottenschlecht, geht sogar einmal down und muss da von seinem Teammate geholt werden. Absolut lächerlicher Penner. Wie gesagt, das by the way, das betrifft wie gesagt nur die PC-Spieler. Und es soll wohl ein Tool kommen, und das gibt es aktuell ja noch nicht, wo man Cheater, wenn man die Vermutung natürlich hat, wo man Cheater melden kann. Bei PS4 gibt es das jetzt aktuell noch nicht. Ich glaube, es gibt bis jetzt auch aktuell bei der PS4 keine Cheater. Aber ich denke mal, dass dieses Tool allgemein für alle kommen wird. Gibt es eigentlich auch überall. Ich glaube, bei Division gibt es dieses Tool. Bei Destiny konntest du überall Spieler melden. Ob der nun im Endeffekt gebannt wird, das können die ja dann hinterher prüfen. Finde ich auf jeden Fall eine feine Sache, dass die bei Cheatern und Hackern da extrem hinterher sind. Das war's soweit von den Gerüchten, die ich bis jetzt zusammengesammelt habe. Ich hoffe jetzt natürlich, wie spät leben wir jetzt? Ich habe eine Weile für das Video gebraucht. Wir haben es jetzt, naja, 4:45. Ich hoffe, dass wir heute noch von der Season 1 überrascht werden. Das war's soweit von mir. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn euch die Informationen gefallen haben. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren mal schreiben, was ihr von den Gerüchten haltet. Ob ihr selber irgendwas im Netz gelesen habt, was ich jetzt hier gar nicht gesagt habe. Würde mich natürlich auch sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen verdammt schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ich werde gleich für die, und davon gibt es ja eine Menge, die immer meine Videos gleich, wenn sie online sind, live schauen, werde ich gleich noch einen Livestream starten. Für den Rest, bis zum nächsten Mal, haut rein.